Nun gibt es wohl auch verhältnismäßig viele, die fangen erstmal an, Facebook oder Twitter oder Google Plus, sag ich mal, und fangen an, über so berufliche Sachen zu posten, ohne dass sie für ihr Unternehmen oder für ihre Einrichtung sprechen. Es ist ja ein gewisser grauer Bereich, wenn ich einerseits sage, woher komme ich, aber nicht für denjenigen spreche. Hast du da eine Vorstellung, wie klar man das regelt, beruflich und privates? Das ist die größte, das ist wirklich die größte Problematik, die wir überhaupt haben. Wann genau fängt eigentlich Beruf an und wann fängt privat an? Aus dem einfachen Grund, das Handy, was ich tagtäglich mit mir habe, ja, ich wollte gerade nach dem Handy greifen, was ich tagtäglich mit mir habe, ist mein Eigentum. Und das Internet, was ich mit in die Firma reinbringe, die ich selbst bezahle, ist mein Internet. Das heißt also, innerhalb des Companies, auch wenn man Facebook, Twitter und alles andere gesperrt hat, wie bei den großen Konzernen, habe ich trotzdem mein Twitter und Facebook immer dabei. Und wenn ich dann halt nicht richtig ausgebildet worden bin, mit einer richtigen Firmenknicke, was darf ich überhaupt sagen, was nicht, was ist erlaubt, was nicht, der Mensch ist halt emotional. Und am Ende des Internets ist eine Hand, was ein Mensch gehört, und der hat Emotionen. Und wenn er damit dann halt auf die Toilette geht, um 3 Minuten, 5 Minuten traurig zu sein und dann halt über Twitter sagt, ich bin unfassbar traurig, weil ich heute Schlimmes erlebt habe in meinem Beruf, ist es dann nur noch eine Algorithmusfrage, ganz schnell über Google herauszufinden, ja, bei welcher Firma arbeitet die Person. Und schon kann ich herausfinden, wie die Charakterschwächen dieser Firma sind. Andersrum, Menschen, die gekündigt werden, die plötzlich über Kununu und ähnliche Plattformen dann über die Firmen dann reden und sagen, wie hat man das eigentlich erfunden als Mitarbeiter und so weiter. Auch das ist ja Social Media. Das ist zwar passives Social Media, aber das spielt ja rein. Das haben Menschen da reingeschrieben mit Emotionen. Und das ist halt etwas, was ich halt immer wieder feststelle, dass die meisten Firmen darauf keine Antwort haben. Sie brauchen ein komplett neues Marketingverständnis, eine komplett neue Art und Weise, wie eine Firma kommuniziert. Anders gesagt, bis jetzt sind die Firmen Trademarks. Wann werden sie ein Social Trademark? Das ist die zentrale Frage.